Ja, das sind die Eigenschaften, die wichtigsten. Es gibt noch viel mehr Eigenschaften, die interessieren uns aber nicht. Alles, was bisher jetzt besprochen wurde von der Z-Transformation, finden Sie im Video Nummer T8 wieder. Und ab jetzt läuft das Video T9. Und was wollen wir jetzt hier machen? Wir wollen jetzt Methoden besprechen, insbesondere nämlich vier Methoden. Vier Methoden zur Umwandlung eines F von P in ein F von Z. Auf Deutsch gesagt, wie kann ich ein analoges Filter, von dem ich die Übertragungsfunktion F von P kenne, in ein digitales Filter verwandeln, sodass ich es dann programmieren kann. Also sobald, erinnern wir uns, sobald ich das F von Z mit den Koeffizienten habe, kann ich es programmieren und bauen quasi. Hier habe ich ist die Hardware fertig, die Hardware ist Mikroprozessor mit LPDDR-Wandler. Und den muss ich halt entsprechend dann programmieren. So, vier Methoden. Warum vier? Weil die alle sich unterscheiden und in der Literatur bekannt sind und die muss man einfach mal gesehen haben. Und manche Methoden sind für diese Zwecke gut, andere Methoden sind für andere Zwecke gut. Das heißt, sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und als erstes schauen wir uns das sogenannte, also das ist ja Kapitel 2.2, das sogenannte Impulsantwort-Invariante-Filter an. Impulsantwort-Invariante-Filter. Das hat auch seine Bedeutung, nicht so sehr in der Regelungstechnik jetzt, aber man muss es einfach kennen, weil es auch relativ einfach zu Design ist. Was wird da gemacht? Da wird Folgendes gemacht. Ich benutze einfach Benutzung einer Korrespondenztabelle. Das heißt, jetzt ist es ja so, dass die Mathematiker Sachen entworfen haben, berechnet haben und insbesondere gibt es Korrespondenztabellen mit zeilenweise F von P's und in der gleichen Zeile in einer anderen Spalte finden Sie dann ein passendes F von Z. Diese Korrespondenztabellen liefern Ihnen das sogenannte Impulsantwort-Invariante-Filter. Der Name Invariant ist vielleicht nicht ganz so geläufig, sagt, dass die Impulsantwort des analogen Filters und die Impulsantwort des digitalen Filters direkt miteinander zusammenhängen. Gleich sein kann man zwar sagen, aber die Impulsantwort vom analogen und digitalen Filter hat natürlich schon einen Unterschied. Der Eingangsimpuls ist von einem analogen ist dann der Dirac-Stoß und ich kann keinen Dirac-Stoß auf ein digitales Filter geben. Da kommt Blödsinn raus. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie sieht der Eingangsimpuls, der Einheitsimpuls eines digitalen Systems aus. Die Benutzung der Korrespondenztabelle sagt einfach Folgendes, das ist eine Schreibweise. Ich bekomme mein F von Z, indem ich jetzt diese Korrespondenztabelle benutze und da schreibt man dann mit so einem großen fetten Z, wo ich dann auf der Argumentseite des F von Z in den geschweiften Klammern meine Funktion reinsetze. Das heißt nichts anderes als, ich gehe in die Tabelle, suche die Zeile, wo F von P steht und schreibe dann ab, was bei F von Z steht. Wir gucken mal in so eine Tabelle rein, eine kleine Tabelle. Habe ich Ihnen im Skript mit kopiert. Tabelle, Seite. Ich gehe da mal kurz gucken. Da habe ich nicht im Kopf die Seitenzahl. Die ist auf der Seite 23 zu finden. Und da gucken wir doch einfach auch mal rein. Das heißt, wir schauen einfach mal in den Skript und sehen hier eine Tabelle. Da ist eine Spalte f von t, die Zeitfunktion, f von p, die Frequenzfunktion. Die linken beiden Spalten sind die, die Sie schon kennen, aus Regelungstechnik 1, wo Sie im Grunde hier sehen, zum Beispiel der Sprung für t größer 0 ist die 1, gibt ein 1 durch p, Dirac-Stoß wird eine 1, Rampe wird ein 1 durch p Quadrat, ja? Oder hier Tiefpass, Impulsantwort ist 1 durch t mal e hoch minus t durch t. Solche Sachen
kennt man alles. Das ist die normale Laplace-Korrespondenztabelle. Und jetzt für digitale Systeme kommt da einfach eine Spalte hinzu, wo denn eine Übertragungsfunktion in Z steht. Ja, und jetzt muss man einfach gucken, wie ich so eine Tabelle anwende. Das haben Sie ja auch sicherlich in anderen Vorlesungen, auch in meiner, für die analogen Systeme gelernt. Genauso muss ich jetzt einfach das für die digitalen Systeme einfach abschreiben, gucken, dass die Parameter stimmen, vielleicht einen Koeffizientenvergleich machen. Und so kriegt man dann das f von z raus. Auch hier wieder lineare Beziehung. Wenn ich hier irgendeine Funktion nicht finde, also nicht in dieser Tabelle drin steht, dann suche ich mir entweder eine größere Tabelle oder aber ich mache Partialbruchzerlegung. Da lässt sich also jederzeit auch eine Vereinfachung feststellen. Bei einer Partialbruchzerlegung kann ich ja den Grad einer solchen Funktion reduzieren durch Summenbildung und die einzelnen Terme dann entsprechend umwandeln. Die Tabelle hier ist sehr klein. Wir sehen, da kommt schon das nächste Beispiel. Es gibt natürlich im Internet viel größere Tabellen. Ich habe mal ein Buch in der Bibliothek gefunden. Titel weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ist viele Jahre her. Da habe ich ist das ganze Buch mit 130 Seiten gefüllt mit so einer Tabelle. Also ich sage mal pro Seite vielleicht 60 Zeilen, 130 Seiten. Das sind dann 7 oder 8.000 solcher Funktionen, die da ausgerechnet worden sind. In den letzten 70 Jahren natürlich haben die Mathematiker alle möglichen denkbaren Funktionen geknackt. Okay, das wollen wir mal testen. Alle vier Methoden werden wir in einem ganz einfachen PD1-Beispiel testen. Am Beispiel PT1. Da nehmen wir ein Beispiel. Muss ich mal gucken. Ja, bei dem PT1 soll das k gleich 2 sein. Die Zeitkonstante 0,5 Sekunden und die Abtastzeit soll 0,1 Sekunde betragen. Wir wollen jetzt das digitale Filter natürlich mit dem analogen vergleichen und bei einer Impulsantwort-Invariantenmethode vergleichen wir die Impulsantworten natürlich. Vergleich der Impulsantworten. Dazu gucken wir uns natürlich erstmal die analoge Impulsantwort an. Impulsantwort. Die können wir im Grunde auch aus der Korrespondenztabelle entnehmen. Der Name für die Impulsantwort ist ja G von T. Und das G von T für unser Tiefpass, die Funktion ist ja K durch 1 plus PT, ist das F von P, das analoge F von P. Da können wir also direkt die Impulsantwort abschreiben. Ich mache die Tabelle nochmal auf. Wo ist sie, die Tabelle? Da ist sie, die Tabelle. Ich schiebe sie rüber. Und da können wir hier gucken. Das ist die Übertragungsfunktion. Allerdings das k fehlt noch, also mal k. Das ist dann die Impulsantwort. Ja, üblicherweise ist ja in einer Korrespondenztabelle die Funktion und hier in gleicher Zeile die Impulsantwort abzulesen. Also k durch t mal e hoch minus t durch t wäre unsere Impulsantwort. Schreiben wir das mal auf. Ist also k durch t mal e hoch minus klein t durch Zeitkonstante. Beziehungsweise bei uns wären es k2 durch 0,5. Ich lasse die Einheit mal weg, um nicht zu verwirren. 2 durch 0,5 mal e hoch minus t durch 0,5 sind 4 mal e hoch minus t durch 0,5. Wenn wir das skizzieren, dann kommt daraus eine Zeitfunktion. Geht los mit 4. Das heißt, das Signal springt hier auf die 4,
Und dann geht es mit der Tangente los. Die Tangente schneidet die t-Achse bei der Zeitkonstanten, also nach 0,5 Sekunden. Und dann können wir hier die Zeiten eintragen. Und da sind wir hier quasi hier funktionsförmig am Abklingen. Die Kurve sieht man natürlich im Skript noch ein bisschen hübscher, aber das Signal fängt halt mit 4 an und geht dann entsprechend runter. So, jetzt die Pulsantwort-invariante Filterform können wir jetzt auch aus der Tabelle ablesen. Aus Tabelle. Die lautet f von z ist gleich. Gleiche Spalte. Hier sehen wir das. 1 durch t, also k durch t. Mal 1 durch k durch t mal Bruchstrich, oben steht eine 1 und dann taucht da auf ein 1 minus e hoch, 1 minus e hoch minus t0 durch t, t0 durch t mal z hoch minus 1, mal z hoch minus 1. Mit unseren Zahlenwerten ist das denn auch die 4 mal Bruchstrich 1 durch 1 minus und das e hoch minus t0 ist 0,1 durch 0,5. Diese Zahl rechnen wir aus, ist 0,8183. Das heißt, ich habe hier also minus 0,81873 mal z hoch minus 1. So, das wäre die Übertragungsfunktion. Jetzt wollen wir die digitale Impulsantwort ausrechnen. Die digitale, da habe ich mich jetzt verschrieben, blöd. Die digitale Impuls. Wir denken dran, der analoge ist der Dirac-Stoß. Der digitale Impuls sieht folgendermaßen aus. T. Wir können den Dirac-Stoß natürlich nicht abtasten. Wie soll denn wohl dann die erste Amplitude sein? Sondern der wird jetzt so definiert, dass wir quasi genau einen Takt lang, T0 über T, einen Takt lang die 1 draufgeben. Das ist der digitale Impuls. Nennen wir den mal Delta von n und der natürlich schon mal eine andere Fläche als unser digitaler Einheitsimpuls. Fläche gleich T0. Ne? Einmal T0 ist die Fläche. Der Dirac-Stoß sieht ganz anders aus, hat die Fläche 1. Delta von T hat die Fläche. Also das Integral über Delta von t dt ist 1 von 0 bis unendlich. So ist er definiert. Das heißt, die Flächen sind schon mal unterschiedlich, die da reingehen. Und wir gucken mal, wie der Algorithmus aussieht. Von unserem Filter, was wir ausgearbeitet haben. Hier sehen wir im Zähler steht die 4. Und sonst kein z hoch minus 1 oder irgendwas. Das heißt 4. Und unten ist die normierte Form. Das heißt, hier steht eine 1 und dann nur negative Exponenten. Das ist die normierte Form. Das heißt, wir können daraus schließen, dass das 4 ein Q0 ist. Und wir können hinschreiben, y von n ist Vorzeichen Umdreher plus, schreibe ich extra bewusst hin, plus 0,8 1873 mal Ausgangs Wert einen Takt vorher plus 4 mal xn. So, und jetzt können wir dazu wieder eine Tabelle machen, so ähnlich wie wir das schon bei Sprungantworten geübt haben. Schritt für Schritt gehen wir jetzt durch. 0, 1, 2, 3, 4. Wissen, dass mein Eingangssignal nur einmal eine 1 hat. Und mein Ausgangssignal muss ich jetzt ausrechnen, Schritt für Schritt mit diesem Algorithmus. Also y von 0
ist 0 plus 4 mal 1 ist 4. Dann sieht man, okay, das passt. Ja, das ist schon mal gut. Dann nach einem Schritt steht da, ich schreibe es mal hin, da kommt jetzt nichts mehr dazu. Ab da ist x ja 0, ist immer 0,81873 mal alter Ausgangswert 4. Das ist dann entsprechend 1 mal 4 ist gleich, wären 3,2749. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das jetzt in meinen Taschenrechner richtig hinkriege. Ja, so. So, das mal 4 ist gleich das mal Recall A ist 2,681. 2,195. 1,797 und so weiter. Sie sehen, es geht jetzt brav runter. Sieht ganz schon so aus wie der funktionsfähige Impuls. Und damit Sie auch glauben, dass das exakt die gleichen Werte sind, machen wir noch mal einfach den Skript auf, denn da habe ich das genau ausgerechnet. Das steht nämlich dann an dieser Stelle. Wo sind die Zahlenwerte? Habe ich jetzt gar nicht. Doch hier. Hier sind die Zahlenwerte der Sprungantwort. 327, 268, 219. Und das sollten dann genau die gleichen 327, 268, 219. Genau die gleichen sein, die aus diesem Filter rauskommen. Das heißt, die Sprungantwort in Variante Form sieht jetzt genauso aus wie in diesem Bild. Ja, also da können wir sagen, okay, jetzt habe ich gerade mich versprochen. Die Impulsantwort in Variante Form ist tatsächlich so, dass die, in Rot mache ich das mal, dass die Werte zu den Abtastzeitpunkten exakt die gleichen sind, die auf meiner berechneten Impulsantwort liegen und natürlich durch die Treppenfunktion ist die Kurve natürlich anders, aber die entsprechenden Werte genau zu den Abtastzeiten, genau die hier sind exakt die gleichen. Und deswegen kann man also hier sagen, Werte sind zu den Abtastzeiten exakt gleich. Aber die Sprungantwort stimmt überhaupt nicht. Aber die Sprungantwort stimmt überhaupt nicht mehr. Stimmt überhaupt nicht mehr. Und das ist für Rechnungstechnik wichtig. Wir brauchen eine DC-Gleichheit. Stimmt überhaupt nicht mehr überein. Nicht mehr überein. Sieht man an der DC-Gain, der DC-Gain von meinem F von Z, können wir ausrechnen, F von Z gleich 1, wie groß ist der? Ist 4 dividiert durch Z hoch minus 1, jetzt setze ich für Z ja unsere berühmte 1 ein, den Gleichspannungswert, dann steht da 1 durch 1 minus 0,81873. 1 minus 0,81873. Und wenn Sie das ausrechnen, das mache ich mal eben schnell, 4 durch Klammer auf 1 minus A, sind das 22,07. Statt, da sehen Sie den großen Unterschied,
statt k gleich 2. Unser analoges Filter hatte ursprünglich ja den Wert k gleich 2 angesetzt und daraus wird jetzt ein k von 22, das ist der Faktor 11, anders und deswegen keine Relevanz in der Regelungstechnik. Keine Relevanz in der RT. Da gibt es was Besseres und das kommt jetzt, nämlich in dem Kapitel Nummer 2.2 lernen wir das sogenannte Sprungantwort-Invariante-Filter kennen. Sprungantwort-Invariante-Filter. Das hat den Vorteil, dass die Sprungantworten von analogen und digitalen an den Abtastzeitpunkten exakt übereinstimmen, dass der DC-Wert, der Gleichspannungsverstärkungswert gleich bleibt. Damit können Sie also wirklich was anfangen. Da gibt es auch Anwendungen dafür, die ich Ihnen dann anschließend nennen wollte. Wie wird das gemacht? Methode zur Berechnung. Erstmal ist das ein neuer Name, f von z. Man sagt, so wird es bezeichnet, neuer Name, H0 ist also Halteglied, Halteglied erster Ordnung, Halteglied mal f von z ist quasi die Standardbezeichnung für dieses Filter, ist gleich. Und jetzt passen Sie auf, was man machen muss, natürlich wieder in die Tabelle gehen, nur nicht das f von p direkt, dann kriegt man ja das Impulsantwort-Invariante-Filter, sondern ich multipliziere zuvor mit der Sprungantwort. So, dann kriege ich natürlich ein anderes Filter raus. Damit das aber wieder mit meinem Filter f von p übereinstimmt, muss ich, wenn ich das vorher mit einem Sprung multipliziere, mit der Sprungfunktion multipliziere, muss ich hier die Sprungfunktion dividieren. So, jetzt gucken wir uns an, was ist denn nochmal die Sprungfunktion? Die Sprungfunktion ist in der Tabelle, wo war die nochmal? Die kommt jetzt auf dieser Seite. Die Sprungfunktion 1 durch p ist ein z durch z minus 1. So, wenn ich vorher mit 1 durch p multipliziere, muss ich das durch diesen Ausdruck dividieren. Also ich korrigiere das durch z minus 1 durch z. Z minus 1 durch z. Das ist die Vorschrift, wie man ein H0 mal f von z, ein sogenanntes Sprungantwort-Invariante-Filter, berechnen kann. Und das schon alles. Und dann machen wir mal gleich unser Beispiel. Gucken mal, wie wir das mit unserer Tabelle hinbekommen. Also, ich muss jetzt hier in den Ausdruck erstmal die richtige Zeile finden. Und die richtige Zeile heißt k durch p mal 1 plus pt. Dann pt1 dividiert durch p. So, und das muss wieder in der Tabelle zu finden sein. Da haben wir was Passendes, haben wir nicht, aber sowas Ähnliches, was passt, ist dies hier. Ist ein a durch p, Klammer auf, p plus a. Ich dividiere durch diesen Ausdruck, dividiere ich Zähler und Nenner durch a. Dann kann ich das abschreiben. Ja, Zähler und Nenner durch A dividiert, dann steht dort, also ich schreibe mal hin, Z 1 durch P mal 1 plus 1 durch A mal P gleich. Ja, ich habe also im Grunde jetzt nichts anderes gemacht als in der Tabelle. Durch a dividiert, dann steht da eine 1, da steht eine 1 und hier muss ich ein 1 durch a davor schreiben. Dann kann ich das Ding abschreiben. Also muss ich wieder ein bisschen umschalten, weil ich so viel nicht im Kopf behalten kann, das ist mir zu schwierig. Da steht erstmal ein z durch z minus 1. Z durch z minus 1. Und dann bleibt da oben ein 1 minus e hoch minus a durch at0 übrig im Zähler. 1 minus e hoch minus a durch t0.
A mal T0, Entschuldigung, A mal T0. Und im Zähler steht ein Z minus E hoch minus A T0. Stimmt das? Stimmt. Richtig abgeschrieben. Und das A, jetzt machen wir Koeffizientenvergleich mit A ist 1 durch T. Und wir müssen jetzt noch mit K multiplizieren. Das heißt, hier kann ich schreiben, das ist ein Z durch Z minus 1. Also das ist Tabelle. Und jetzt passe ich das an. Jetzt gehe ich hier quasi rückwärts und muss es noch mit K multiplizieren. Also steht oben im Zähler ein K mal 1 minus E hoch minus T0 durch T dividiert durch, das kann ich jetzt auch in Klammern vorsichtshalber mal machen, bevor das schief geht, Z minus E hoch minus T0 durch T, Klammer zu. Das ist also unser Ausdruck. Und das Ganze muss ich jetzt noch mit Z minus 1 durch Z multiplizieren. Und da sehen Sie, das kürzt sich genau weg. Also mein H0 F von Z ist jetzt, das mal das ist 0, also ist H0 F von Z der Rest, ist K mal allgemein 1 minus E hoch minus T0 durch T, wäre für beliebige PT1 die Lösung. Aber noch nicht ganz, weil Sie sehen, hier in dem Ausdruck ist ein Z mit einem positiven Koeffizienten und das kann ich ja eh nicht gebrauchen. Ich muss es normieren, auf die Normalform bringen. Normieren. Und die Normalform lautet immer, ganz wichtig, ich mache es in Rot, da muss eine 1 stehen und die Koeffizienten, die wir für z haben, müssen immer negativ oder 0 sein. Ne, da ist ein z hoch 0, alle Koeffizienten negativ, alle Exponenten von z negativ und der Term muss da eine 1 sein. Dann kann ich das direkt in einen Algorithmus umschreiben. Deswegen muss ich das Ganze noch normieren, indem ich Zähler und Nenner mit z hoch minus 1 multipliziere. Dann sind wir fertig. Das wäre ein k mal 1 minus e hoch minus. Und jetzt setze ich das noch nicht ein, sondern das mache ich erst anschließend mit meinen Zahlenwerten durch mal z hoch minus 1. So. Aus dem z mal z hoch minus 1 wird die 1 minus e hoch minus t0 durch t z hoch minus 1. Dann haben wir hier, kann man sagen, ist das ein p1 und das ist ein q1. Ne? So, das ist q1. q0 gibt es nicht, q2, q3 auch nicht, p2, p3 gibt es auch nicht. Also kann ich sagen, meine Übertragungsfunktion mit Zahlen lautet dann, mit Zahlen, jetzt brauchen wir das k mal 1 minus noch auszurechnen, ja, mit Zahlen 2 mal 1 minus, dieses e hoch minus t0 durch t hatten wir schon, das ist jetzt nicht anders, das sind diese 0,81873, also 1 minus 0,81873. Richtig im Kopf gehabt. Das rechne ich mal gleich schnell aus. Und P1 kennen wir schon. Ist gleich. Und P1, das ist Q1. Und P1 ist 0,81873 von oben. So, und das muss ich noch mal ausrechnen. Das heißt, 1 minus A ist das, mal 2 ist das, sind also 0,36253, also 5. Lass aber 4 Stellen stehen, das soll reichen. So, unser digitales Filter hat also jetzt die Form gleich mit den Zahlenwerten 0,3625 mal z hoch minus 1 dividiert durch 1 minus 0,3. 8873 mal z hoch minus 1. Also wir sehen, der Nenner
Ist genauso wie bei meiner Impuls-Antwort-Invariantenversion der gleiche, bloß der Zähler ist jetzt deutlich anders. Und dann machen wir jetzt mal einen Test. Wir vergleichen die Sprungantworten. Der Sprungantworten. Und ich denke, das machen wir im nächsten Video. Siehe nächstes Video. Das müsste hier das Video. Das hier ist das Video T8. Und T9 müsste es sein. Video T9. Und das ist nächste Video ist dann das T10.